Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 1341. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal 30 Runen, nehmen die hier einmal mit, können dann aufs Kreuz gehen, haben hier 4 neue Angebote und kein neues Event. Erstmals ist die Frage, was ist mit unserem Drachenreiter jetzt los? Hallo? Lädt er jetzt noch oder nicht? Das wäre natürlich Mist, wenn er jetzt nicht lädt, aber sieht gerade schlecht aus. Jetzt. Jetzt laggt so hart und das Spiel schmiert ab, weil es geladen hat. Super. So, jetzt geht's und scheinbar habe ich gerade einen Bug rausgefunden und zwar dadurch, dass es noch nicht geladen hatte, also ich habe Bluesticks nämlich auch gerade erst gestartet und so, deswegen war das alles noch ein bisschen laggy auch, aber dadurch, dass es noch nicht geladen hatte, musste ich gerade das Alter nochmal neu angeben, was sehr interessant ist, weil das würde heißen, man könnte, wenn man rausfindet, wie der Bug jetzt genau ausgelöst wurde und warum er so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, könnte man das Alter umstellen, ohne dass man den Support anschreiben muss. Und das wäre halt interessant zu wissen. Aber gut, müsste ich mal austesten mit ein paar Sachen. Ich habe da gerade so eine Idee, die mir durch den Kopf geht, wie man das Alter selber nochmal umstellen könnte, ohne seine Spielstände zu löschen. Das gehe ich mal an, das kann ich mal austesten und dann wäre das ja eigentlich was an sich ganz Gutes. Es wäre jetzt kein direkter Bug, sage ich mal, aber es wäre ja schon mal nicht schlecht, wenn man das machen könnte, ohne dem Support zu schreiben. Gerade für die Leute, die damals ein falsches Alter angegeben haben, beziehungsweise damals ihr richtiges Alter, sage ich mal, aber deswegen halt dann nicht mit Facebook oder so verbinden können oder nicht mit Google Play. Weil wenn man es gerade abspeichern will oder so, das Spiel, da ist das natürlich schon besser, wenn man das ja auch einfach easy tun kann. Wir haben heute die Kollegen wieder da, die können wir einmal wieder losschicken. Let's go, soweit wie es passt, können die nämlich wieder ins Training. Da können wir hier auch nochmal zweimal füttern, dann gehen wir hier rüber. Können jetzt den kompletten Fisch noch einsammeln, wenn ich es erwische. So, und damit kriegen wir jetzt den aufs nächste Level. Sturmfall kann wieder los. Dann haben wir den Tagschatten einmal hier, den können wir auch einmal wieder anklicken. Let's go. Du hast uns leider aber wieder nichts Relevantes mitgebracht. Und du gehst wieder los, wieder für 420 Runen. Das tut absolut weh, weil es absolut überteuert ist. Aber naja gut, kommen trotzdem wieder über die 29.000 Runen. Nur dadurch, dass wir halt die täglichen Runen halt bekommen von Drachenreiter-Abo. Können jetzt einmal Hakenzahn wieder losschicken. Ist halt jetzt ein bisschen, ja, schade gewesen, dass wir schon wieder so viele Runen ausgegeben haben. Aber gut, so ist das halt manchmal. Die Frage ist jetzt eher, was mit dem Fisch wird. Weil ein bisschen Fisch brauchen wir ja noch für ein paar Drachen und so. Und da wäre es natürlich blöd, wenn wir den jetzt immer überall ausgeben. Ich weiß halt nicht, ob dicker Büffi, wie weit der jetzt schon wieder war. Ob wir den nochmal füttern mussten oder so. Habe ich gerade nicht im Kopf, deswegen gucken wir doch einfach mal nach. Dicker Büffi ist gerade noch am Fisch sammeln, kann gefüttert werden, let's go, ist auf dem nächsten Level, 169, kostet 32.800 Eisen, das ist absolut überteuert. Hier haben wir nochmal die Axt gekriegt, jetzt natürlich easy, weil wir haben die Sammlung fertig, also wir sammeln ja heute den purpurnen Tod ein, hätte ich sogar, wäre mir gerade fast so nicht eingefallen, aber gut, die Axt hat mich jetzt nochmal dran erinnert, dass wir das dann auf jeden Fall gleich machen. Und gut, das funktioniert. Schicken wir die Kollegen hier einmal los. So. Wunderbar. Und damit kriegen wir auf jeden Fall genug Holz. Und können die ganzen Leute hier wieder losschicken. Wunderbar, sind die ganzen Leute wieder unterwegs. Wir haben komplett das Holz soweit erstmal. Na gut, wir können es noch nicht. Wobei, nevermind, wir sammeln es einfach komplett ein, ist völlig egal. Let's go. Das sind ein paar Millionen jetzt, die weggefallen sind, aber das ist nicht so schlimm. Kriegen den Kollegen damit nochmal gefüttert, aber nur auf Level 56. Und er geht erst auf Level 57 wieder ins Training. Ja, dann haben wir jetzt ein volles Holzlager und der Rest passt aber nicht. Das ist natürlich mal wieder spitzenmäßig. Aber gut, so ist das halt häufiger. Schicken wir den grünen Tod einmal los, dann gehen wir hier runter. Hier kriege ich jetzt auch wieder keinen ins Training. Da fehlt es einfach mal wieder, dann schicken wir halt dich einmal ins Training. Ich weiß nicht, hat man hier nicht auch noch welche? Du hast das, du auch. Du bist relativ nah dran, dann gehst du jetzt mal mit ins Training noch. Let's go, du kannst jetzt nicht ins Training, genau. Hier können wir einmal aufbauen, damit haben wir die Statue schon mal. Okay, wir haben zwar einen Drachen oder nicht, aber wir haben die Statue. Das ist ja schon mal ein Anfang. Da müssen wir halt später gucken, dass das dann noch passt. So, hier können wir auch wieder losschicken. Wunderbar. Und dann haben wir hier einmal Windfang. Da können wir am Glücksrad drehen. Und du wirst aber leider kein Titan. Okidoki. So, dann gehst du wieder los. Dann haben wir hier jetzt noch einmal den hier. Hier können wir auch wieder am Glücksrad drehen. Du wirst auch kein Titan. Schade. Das heißt, du kannst auch wieder los. Let's go. Und der bleibt auch hier. Okay. Also kriege ich dich noch ins Training. Das wäre natürlich super. Ja, da werden wir nochmal Holz los. Wunderbar. Und wie war das mit den restlichen
Du durftest nicht mehr rein, genau. Ja, dann fehlt halt, wie schon gesagt, mal wieder der Fisch. Aber gut, das kriegt man irgendwann irgendwie hin. Das wird schon noch irgendwie schief gehen, sage ich mal. Also nicht schief gehen, aber ihr wisst, wie ich meine. Also schief gehen im positiven Sinn halt. Na gut. Irgendwie werden wir das schon noch hinkriegen. Sagen wir das nochmal ein, dann gehen wir jetzt einmal zu den restlichen Legendären. Die Kollegen können wir natürlich alle noch einmal losschicken. Starten wir erstmal mit dem. Dann haben wir hier den Tiefseespalter, der kann natürlich auch wieder los. Hier haben wir dann nochmal Dragos Wuschelbeast. Du startest auch wieder durch. Let's go. Das können wir gleich machen. Gehen wir erstmal zum großen Überwilden. Der kann auch wieder los. Wunderbar. Und dann haben wir hier drüben noch einmal Granatenfeuer. Du startest wieder durch. Let's go. Und damit hast du auch was zu tun. Sehr schön. Im Postfach haben wir an sich jetzt erstmal nichts mehr. Gut, das passt. Dann können wir jetzt einmal hier reingehen. Können jetzt erstmal das Gratispaket öffnen. Dann nehmen wir das nächste Gratispaket natürlich auch noch mit, damit wir wieder über 300 Odins Marken heute kommen. Und dann haben wir auch schon wieder ein paar Season-Aufgaben, beziehungsweise, ja genau, Season-Aufgaben, ein paar täglich halt fertig. Da schauen wir auch gleich rein. Aber zuallererst nehmen wir jetzt erstmal das zweite Gratispaket mit. Let's go. So, nehmen wir das mit und hier haben wir jetzt einmal Sturmschneid, Funkenhüst, Riesenhaften Albtraum und dann nochmal ein bisschen Fisch, bisschen Holz und wieder ein paar Runen. Wunderbar. Ich verstehe schon wieder nicht, warum das hier so laggt. Das ergibt einfach keinen Sinn. Es ergibt wirklich absolut keinen Sinn, warum meine CPU sich auf einmal auf 100% hochzieht. Das merkt man halt sofort auch im Game und jetzt bleibt sie halt einfach gerade bei 100%. Absolut unvorstellbar, warum. Aber egal, gehen wir erstmal hier rein, sammeln wir das einmal ein, nehmen das alles mit und jetzt fällt sie runter auf 40% und schon merkt man, es läuft auf einmal alles wieder flüssiger. Und es gibt halt, jetzt ist es bei 33%, 20, irgendwas, noch was, egal. Aber es gibt halt absolut keinen Grund, warum das so hochschießt. Gar keinen. Deswegen frage ich mich manchmal echt, wieso tust du mir das an? Aber gut, manchmal ist mein Computer halt einfach assi. Nehmen wir das einmal mit, kriegen hier nochmal 1000 Eisen, ein bisschen polierten Bernstein und 500 Season-Währung nochmal oben drauf. Können damit in den Season-Markt hier gehen und uns das erste, beziehungsweise nein, ist das zweite Season-Geschenkpaket holen. Und hier bekommen wir einmal ein bisschen Holz, Fisch, Bernstein und eine Schleiferei. Ich weiß nicht, zählt die vielleicht zu einer neuen Season-Sammlung? Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber irgendjemand ist gerade auf die schlaue Idee gekommen, jetzt um 22 Uhr noch ein bisschen Feuerwerk in die Luft zu ballern. Klar, logisch. Standard. Gut, schicken wir die Kollegen hier einmal los. Let's go. Und dann können wir jetzt erstmal, wenn es jetzt gleich noch eine Weile weitergeht, mache ich mein Fenster zu, können wir den Kollegen erst nochmal losschicken. Und jetzt holen wir uns hier einmal in den Sammlungen bei Legendär einmal endlich den purpurnen Tod. Wir haben wirklich lange drauf gesammelt. Ich weiß gar nicht genau, wie lange. Aber ist ja im Endeffekt egal. Wir können den Kollegen jetzt einmal eintauschen. Damit haben wir hier noch die eine Sammlung, beziehungsweise eine Aufgabe fertig. Nehmen wir das auch noch mit. Und wir haben einen neuen legendären Drachen. Und zwar den purpurnen Tod. Hier ist er. Der Kollege kann einmal los. Mit ihm kriegen wir gleich sogar noch eine neue Insel dazu. Dann ist er jetzt einmal unterwegs. Und wir können hier noch ein paar Steinchen entfernen. Wunderbar. So, das können wir auch noch wegholen. Und oh, bevor ich alles entferne, erstmal gucken. Purpurnen Tod. Wunderbar. Genau, 5 polierte Bernstein. Richtig lecker. 100 Eisen mit einem im... Was? Sammle 100 Eisen mit einem im Tiefseespalter. Ah, okay, klar. Logisch. Ganz klar. Easy. Voll das gute Deutsch, aber egal. Können wir das hier erstmal alles fertig, beziehungsweise fertig werden wir hier jetzt nicht alles kriegen, aber zumindest ein bisschen frei machen können wir die Insel. So, müssen nur gucken, weil, wie schon gesagt, alles werden wir nicht frei kriegen jetzt. Dafür reicht hier leider das Holz wahrscheinlich nicht, das wird der größte Punkt sein. Wir haben noch ein bisschen was im Postfach, das ist richtig, das können wir gleich noch mitnehmen. Oh, und guckt mal, wie da rauskommt, sehr, sehr nice. Also richtig geiler Drache auf jeden Fall, haben ihn jetzt endlich da. Und können dann den jetzt auch immer wieder mit losschicken. Zu unseren Legendären zusätzlich. Das heißt, der 8. Legendäre ist da. Und wir können gleich in die Sammlungen gucken, weil wir Nummer 9 anfangen können mit Sammeln. Und das dürfte jetzt eigentlich, wenn ich mich nicht ganz täusche, der... Und da kommt der schon wieder hoch. Dürfte jetzt, wie heißt er, der große Aufspießer. Der rote Aufspießer oder irgendwie so. Geht nicht in die... Okay. Sehr schön. Das passt. So, du bist on the way. Du wolltest, dass wir jetzt einen Tiefseespalter für 100 Eisen los oder zu 100 Eisen schicken. Das können wir gleich machen. Da machen wir das heute mal. Das sammelt der ein bisschen weniger Eisen unsere Fischsammler. Ein bisschen weniger Fisch unsere Leute jetzt. Aber geht gut. Ist egal. Manchmal rede ich zu schnell.
Der kommt zurück. Du kannst wieder los. Let's go. Du konntest jetzt nicht mehr ins Training. Ganz genau. Und dann gehen wir jetzt hier direkt in die nächste Sammlung rein. Können wir jetzt erstmal irgendeinen aussuchen. Ist eigentlich völlig egal, wen. Nehmen wir erstmal den. Und genau, das ist jetzt bei den Legendären. Und da ist der nächste. Genau. Und das ist auch der, den wir wollen. Der große Aufspießer. Da fehlen uns jetzt hier halt noch ein ganz paar Dinge. Ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, kann ich absolut nicht einschätzen, wie schnell die kommen. Die hier ganz genau das gleiche. Wobei man die hin und wieder schon so manchmal bekommen hat. Und dann das hier. Und das hier ist einfach 45 mal bei denen. Also müssen wir einfach ein bisschen Glück haben. Es ist jetzt keine absolut schwierige Sammlung. Vor allem, weil wir das hier auch noch fertig haben. Weil wir ja für den auch schon mal vorgesammelt haben. Mal gucken. Hier fehlen uns jetzt noch 39 Stück davon. Also mal schauen, was hier dann eher ist. Aber an sich sind wir jetzt erstmal mit dem hier weiter. Könnten sogar die ältere Wache gleich auch noch holen. Aber nein, machen wir jetzt ganz sicher nicht. Und Leute, ist das geil. Ist das richtig nice. Wir haben endlich unseren nächsten Legendären. Das ist wirklich sehr, sehr schmackhaft. Und der andere, der nächste, der jetzt folgt, ist halt hier hinten dann. Und da kriegt man dann halt die komplette Insel hier noch. Was auf jeden Fall auch crazy wäre. Nochmal mit einem Fischslot. Haben wir jetzt auch einen Fischslot? Ich glaube aber nicht, ne? Ey, das ist so traurig, wie das laggt hier manchmal. Nee, hier haben wir nichts mit dabei. Schade, aber zumindest haben wir jetzt den endlich. Richtig nice. Also es fehlen jetzt wirklich nicht mehr viel. Hier sehen wir es noch, bricht's weg. Und damit fehlen jetzt noch drei Leute. Bei dem ist immer gut dabei. Hier können wir jetzt anfangen. Ja, und hier kriegt man halt nicht so leicht, weil den musst du in der Aufstiegskammer kriegen. Und gerade jetzt durch das Neue ist ja das mit dem ganzen Aufsteigen und so noch viel, viel schwieriger geworden. Deswegen mal gucken, ob das noch was wird oder wann das eher was wird. Werden wird es auf jeden Fall was. Die Frage ist eher nur wann. Und das wird halt eine ganze Weile dauern. Jetzt müssen wir uns, wie schon gesagt, erstmal um die ältere Wache, schätze ich mal, wird der nächste sein. Ich denke mal, dem Aufspießer, der ist jetzt keine Hardcore-Sammlung, die geht auf jeden Fall. Das Problem ist beim Aufspießer, dass wir den, dass wir halt 45 Teile vom purpurnen Tod brauchen. Und das wird halt eine ganze Weile dauern. Vielleicht kriegen wir die anderen schneller. Kann sein, dass wir die anderen dann schon alle haben. Die Frage ist halt wirklich, wie lange das halt dann dauert. Und das kann ich euch echt nicht sagen. Ich kann das absolut nicht einschätzen. Das kann schnell gehen. Also das kann in 2 Monaten durch sein, wenn es häufig kommt. Das kann aber auch ein halbes Jahr dauern. Deswegen, das kann ich echt nicht einschätzen. Da müssen wir einfach abwarten. Müssen gucken, wie das dann wird. Und dann werden wir das sehen. Aber gut, wie schon gesagt, da müssen wir uns einfach ein bisschen gedulden. Es ist aber schon mal sehr, sehr geil, jetzt den nächsten Legendären wieder zu haben und damit mal wieder einen big, big Step weiter nach vorne hier zu haben. Die Zahnräder werden nicht gereicht haben für die eine Aufgabe, was für die Eventaufgabe, für die wöchentliche Aufgabe hat es gereicht. Sehr schön. Ja, Eret hat man jetzt schon losgeschickt, den können wir jetzt nicht nochmal losschicken. Ganz genau, schade, aber gut, ist halt so. Dann können wir jetzt einmal das und das hier nochmal einsammeln. Und dann würde ich auch sagen, wäre es das an der Stelle erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich sehr viel Spaß und ciao, ciao, Leute.